Und willkommen zurück zu Leisure Suit Larry. So, wir gehen das Dings, ne? Order reparieren. Aber wir quatschen erstmal mit Aaron. Hi Lefty, muss mal vorbei. Tür. So, Aaron. Kleinen Augenblick, ich mache gerade meine Show. So, erzählen wir ihr mal davon. Hey, Aaron. Was gibt's? Wie läuft der Camp-Dienst? Gerade würde ich lieber in Literaturklassikern stöbern. Oh, so schlimm. Du, ich habe da etwas erfahren, was dich interessieren wird. Ja? Du kennst doch sicher Hell's Pawn, den Nachtclub. Klar, ich war aber noch nie drin. Das könnten wir ändern. Sie suchen einen Show-Act, der etwas Besonderes bietet. Du bist etwas Besonderes. Sie bräuchten aber eine Kostprobe deines Könnens, so bald wie möglich. Doof. Ich kann jetzt nicht weg. Meine Show fängt gleich an. Dann nehmen wir dich halt auf Kassette auf. Auf was? VHS 2000, Betamax? Hast du einen Schlaganfall? Soll ich einen Arzt rufen? Ich meine, kannst du deine Show nicht aufzeichnen? Keine Ahnung, wie das geht. Ich streame nur. Ich brauche aber eine Aufnahme von dir. Das muss warten. Meine Fans gehen vor. Auch nichts. So, kann ich? Nein, kann ich nicht. Scheiße. Dachte, ich kann vielleicht irgendwas jetzt an diesem Rekorder machen. Egal, wir können jetzt sicher hier das Rohr austauschen. Los, mach das dahin jetzt. Ist das jetzt repariert? So, nun sollte das Rohr wieder tun, wofür Rohre da sind. Hebel. Lefty hat gesagt. Ja, Hebel. So, Ventil. Und Hebel. Ja, beim ersten Versuch direkt funktioniert. Genau wie beim Sex. Also, meistens. Oh, ja. So, wir haben den Braukessel repariert. Melde gehorsamst. Operation Brauerei abgeschlossen. Sehr gut. Ich muss zugeben, dass ich dir das nicht zugetraut hätte. Das ist schließlich etwas Handwerkliches. Allerdings muss sich die Rezeptur verändern. Angeblich haben ein paar Leute Durchfall vom alten Barbarenbräu bekommen. Ach was. Hier das Rezept. Diese Sachen brauche ich dafür. Wäre klasse, wenn du mir die Zutaten für das neue und verbesserte Barbarenbräu bringen könntest, Larry. Ich schau mal, was ich auftreiben kann. Ach, und Larry, wenn du willst, kannst du gerne die Brauerei benutzen, solange sie außer Betrieb ist. Ich habe alles automatisiert. Du wirfst einfach die Zutaten rein und dann kann ich hier den Drink abfüllen. Ich komme vielleicht drauf zurück. Okay, was steht in diesem Rezept? Wir haben richtigen Kraftstoff. Vitalisierung-Level-Effekt. Okay, Moment. Ich kann da alles reinwerfen, ja? Besser nicht. 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 Das wäre eine genießbare Zutat, aber ich wüsste nicht, was ich gerade brauen sollte. Da kommen die Zutaten rein. Aber ich wüsste nicht, was ich gerade brauen sollte. Willst du mich verarschen? Da kommen die Zutaten rein. Okay, so, Moment, wir haben das da. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander.
Sieht wie ein normales Brot aus. Vielleicht ist das Gluten einfach unsichtbar. Auf der Karte steht Maca, ein natürliches Produkt mit vitalisierender Kraft. Ach, die wird noch genießbar sein. Der ist nicht mehr kalt. Die Szechuan-Soße lässt das Würstchen einigermaßen genießbar aussehen. Das Ding macht ganz schön viel Qualm. Alte Regel. Erst alles rein, dann kommt die Bewegung. Gilt auch für Zutaten. Aber er will das jetzt nicht reinmachen, ja? Scheiße. Was kann ich denn jetzt noch machen? Ach so, ich kann mit der alten, mit Beate Use reden. So, das da. Das da. Wegen der Gitarre. Und ich soll mit Lemmer reden. Dann rede ich jetzt zuerst mit Lemmer wegen den Postern. Was gibt's? Ich habe alle Plakate aufgehängt. Großartig. Vielen Dank. Kommen wir jetzt zum Sex? Hm? Dir habe ich wohl richtig Lust gemacht. Oh, gedulde dich noch ein wenig, bis der Gig hinter mir liegt. Ich habe deine Gitarre gefunden. Du hast sie? Nein, so ein Typ hat sie anscheinend gekauft und glaubt nicht, dass sie gestohlen wurde. Was? Dann musst du diesen Kerl vom Gegenteil überzeugen. Okay, ich überleg mir was. Bis nachher. Was gibt's? Hast du letztens eine Gitarre verkauft? Was bin ich froh, die wieder losgeworden zu sein. Die Pfandleiherin hatte das dringende Bedürfnis, sich etwas delikate Wäsche zu kaufen. Die mit Löchern drin? Jedenfalls hatte sie nur die Gitarre zum Eintauschen. Und ich habe mich breitschlagen lassen. Ja, alles klar. Ich komme später wieder. Nicht wegsterben. Ich sehe rüstiger aus als du. Seine Herzfrequenz und sein Blutzucker sind auch echt mies. Dann war es auf jeden Fall dieser Styx. Beziehungsweise muss ich ja jetzt mit der Pfandleiherin reden. Aber da wird auf jeden Fall dieser Styx die Gitarre eingetauscht haben, um Kohle zu haben für den dreibeinigen... ne? Banditen. Hallo, Waltraud. Hallo. Was gibt's? Hat so ein Typ bei dir letztens eine Gitarre verpfändet? Ja, das Geschäft hatte ich letztens. Das war dieser Typ da drüben bei den Spielautomaten. War ja klar. Ist Styx eigentlich dein Spitzname? Ach was, das ist mein Künstlername. Ich heiße Ulrich Styx, dänisch-griechische Vorfahren. Gestehe, du hast die Gitarre verpfändet. Ja, ich gestehe. Das war die einzige Möglichkeit, aus der Band noch etwas Geld zu machen. Geld, das ich für meine Investitionen brauchte. Computerspiele mit Peniswitzen? Nein, das hier. Automaten. Nur die sind gut zu mir und verstehen mich. Diese heute ganz besonders. Bis später. Hau nichts kaputt. Mit meinen Armen komme ich nicht tief genug rein. Von außen komme ich nicht ran. Es sind Drähte davor. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Mir ist nicht nach Schach. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Besser nicht.
Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Das würde danach trotzdem weiter nach nichts schmecken. Das ist gut so, wie es ist. Eher nicht. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Das würde es nicht zu einem würdigen Angelersatz machen. Man kann es mit dem Schutz auch übertreiben. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so, wie es ist. Das wären zu viele Biokulturen auf einmal. Was machst du so? Lass mich raten. Du vermutest jetzt, dass ich hier Glücksspiel veranstalte. So wie wir das damals in unserem Reservat durften, richtig? Auf so eine klischeehafte Idee würde ich nie kommen. Naja, jedenfalls gehört mir tatsächlich das älteste Casino von New Lost Wages. Es ist aber nur ein böses Gerücht, dass meine Vorfahren es auf einem alten Indianerfriedhof gebaut hätten und alle deswegen immer verlieren. Bis später. Kann ich noch irgendwas hier tun? Oh nein, mit solchen Teilen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ziemlich ramponiert. Lange hält das nicht mehr durch. Oh Mann, ey. Was soll ich denn tun? Ich brauche die Ratte. Na klar. Ich brauch die Ratte. Nagetier unten, Drähte. So war das. Nur was will die Ratte? Das ist gut so, wie es ist. Das ist keine gute Idee. Ich bin Nymphoman. Nicht Pyroman. Das braucht keinerlei Verfeinerung mehr. Besser nicht. Die riechen so schon genug nach Gummi. Das ist gut so, wie es ist. Also, das Kondom kann man ja mit der Ratte verknüpfen. Das hilft mir nicht. Man kann es mit dem Schutz auch übertreiben. Das lässt sich nicht kombinieren. Das lässt sich nicht kombinieren. Leck mich am Arsch, Larry. Mann. Was will diese Ratte denn? Wie Geld? Das hilft mir nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Wie sieht Brot? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Will die Ratte Brot? Ratte, willst du Brot? Das ist gut so, wie es ist. Die Ratte würde da reinpassen. Ohne etwas, das sie darin interessiert, geht sie aber sicher nicht rein. Ich glaube, die würde mich beißen. Was willst du? Ich habe den Gitarrendieb gefunden. Und was interessiert mich das? Solange mir der Dieb nicht in die Augen schaut und mir die Wahrheit sagt, glaube ich dir kein Wort. Da könnt ja jeder kommen. Ich komme später wieder. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Mir ist nicht nach Schach. Das hilft mir nicht. 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 Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Zisch ab! Früher war die Polizei aber freundlicher. Das New Lost Wages Police Department. Sehr einladend. Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun soll. Oh, warte. Auf dieser Seite wächst noch was. Ladies stehen auf Blumen. Vielleicht für die Ratte Blumen.
Ratte, willst du Blume? Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Jetzt nochmal, warum nicht? Dafür ist es jetzt auch schon zu spät. Meine Zugangskarte für das Prune-Hauptquartier. Daraus lassen sich lustige Sachen basteln. Es sieht etwas gebraucht aus, scheint aber noch zu kleben. Was ist besser als kein Dollar? Ein Dollar. Hält Getränke warm oder kalt. Puh, die Tücher triefen von Alkohol. Auf der Karte steht Maca, ein natürliches Produkt mit vitalisierender Kraft. Sieht wie ein normales Brot aus. Vielleicht ist das Gluten einfach unsichtbar. Ach, die wird noch genießbar sein. Der ist nicht mehr kalt. Spitz, wie es sich gehört. Da ist viel Platz drin. Könnte sogar über meinen Larry passen. Sieht ein bisschen aus wie ein regenbogenfarbenes Horn. Da kommt angeblich nichts durch. Diese Schachfigur erinnert mich an irgendwas, aber ich komme nicht drauf. Die Szechuan-Soße lässt das Würstchen einigermaßen genießbar aussehen. Das Buch ist bestimmt selten. Wenn nicht selten, dann wenigstens alt. Die Streichholzschachtel trägt das Logo des Nachtclubs Hell's Pawn. Das lässt sich nicht kombinieren. Das Ding macht ganz schön viel Qualm. Eigentlich habe ich nichts übrig für Blumen, aber die sind sehr dekorativ. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Habe ich gerade schon versucht, ihr das Buch zu geben? Ja, ne? Ich kann aber mit dem Rocker reden. Der Türsteher von Hell's Pond glaubt mir nicht, dass die Gitarre Diebesgut ist. Du musst dem Türsteher erzählen, dass du sie gestohlen hast. Pah, ich habe gerade eine Glückssträhne. Solange der Automat schön weiter Kohle ausspuckt, bewege ich mich keinen Zentimeter von hier weg. Bis später. Hau nichts kaputt. Scheiße. Hallo. Was gibt's? Was ist das für ein Fotopanorama? Es zeigt einen Roman. Was kostet Sammlersch? So viel Geld habe ich? Naja. Ich versuche, sowas aufzutreiben. Bis später. So. Eher nicht. Ich brauche was, was ich da reinwerfen kann. Da muss ein Nagetier rein. Bis später. Scheiße. Ich brauche die Ratte. Aber wie kriege ich die Ratte? Da lebt jemand auf großem Fuß.
Wie krieg ich die olle Ratte? Kann ich dir helfen, Larry? Also... Ich hoffe. Bis später, Lefty. Es kommt noch nichts raus. Wie auch? Du musst ja erst was in der Braumaschine anrühren. Es kommt noch nichts raus. Wie auch? Kann ich schon mal meinen Thermosbecher drunter stellen? Es kommt noch nichts raus. Wie auch? So, was ist denn jetzt, wenn ich dieses... Das da... Das lässt sich nicht kombinieren. Das mackere ich nicht. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das hilft mir nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Das mackere ich nicht. Auf der Karte steht Maka, ein natürlich... Ja. Da kommen die Zutaten rein. Aber ich wüsste nicht, was ich gerade brauen sollte. Möchtest du mich verarschen? Da kommen die Zutaten rein. Aber ich wüsste nicht, was ich gerade brauen sollte. Eine Waschmaschine, die gewaschen werden müsste. Ich kann sie nicht aufmachen, solange der Waschgang noch läuft. Die Brauerei läuft wieder. Ich lasse besser die Finger davon. Kleinen Augenblick, ich mache gerade meine Show. Ah. Irgendein perverses Schwein schaut mir heimlich bei meiner Piepshow zu, ohne zu bezahlen. Da sind sicherlich ein paar meiner Highlights drauf. Die Rotorblätter sehen so scharf aus. Hey, den Brau... Ich leih. Ja, ich leih mir das und schneide ich das ab. Schnipp. Jetzt filmt Aaron niemand mehr. Naja, außer sich selbst. Aber die Kamera ist runtergefallen. Kannst du bitte mein Buch? Ja, natürlich. Es war irgendwie klar. Ja, krass. Ich hätte einfach nochmal gehen müssen und wiederkommen müssen und dann, ja. Apropos, wer filmt sie jetzt gerade? So, ich muss raus. Und um die Ecke und wahrscheinlich hat der Hund die. Die Kamera ist hier wohl reingefallen. Also dann. Ich frage mich, wem der gehört. Da sind Aufnahmen von Aarons Show drauf. Ja, alles klar. Dann Uber. Da. Kann ich dem Türsteher das auf jeden Fall zeigen? CB, ich hab hier was für dich. Schau dir das an. Nicht schlecht. Die kann was. Wow. Hast du das ohne ihr Wissen aufgenommen? Spielt das heutzutage eine Rolle?
Wie kleinlich. Naja, ach, vergiss es. Das ist der Hammer. Sie hat den Job, aber nur auf Probe. Sich einfach nur nackig machen reicht bei unserem Klientel nicht. Ich brauche für den VIP-Bereich etwas, das aus dem Rahmen fällt. Etwas mit Pfiff und Intelligenz. Sie kann nachher auftreten, aber sie muss in ihrer Show noch ein außergewöhnliches Element bieten. Wenn sie das hinbekommt, erhält sie einen festen Platz im VIP-Bereich. Ich rede nochmal mit ihr. Erin hat sicher eine gute Idee. Und zurück zu Erin. Eigentlich fährt man den ganzen Tag nur unter. Ich habe bestimmt schon wieder irgendwann Ober gesagt. Kein Misch doch. So. Ich dachte schon, wir kommen nicht weiter. Huhu. So. Kleinen Augenblick, ich mache gerade meine Show. Erin, wir müssen reden. Hey, Erin. Was gibt's? Erin, ich habe großartige Nachrichten. Naja, überwiegend. Ja? Die im Hell's Pawn finden dich super. Ehrlich? Das ist ja unglaublich! Aber sie meinen, dass du noch etwas anderes bieten solltest. Etwas, das dich von der Masse unterscheidet. Was dich besonders macht. Puh, was könnte das denn sein? Vielleicht irgendwas mit Ping-Pong-Bällen? Sowas kann ich nicht. Es ist hoffnungslos, Larry. Ich werde einfach das Strippen aufgeben und mich meiner anderen großen Liebe widmen. Der Literatur. Ich bin bei Poetry Slams immer rausgeworfen worden, weil ich da zu viel Haut gezeigt habe. Moment mal. Denkst du, was ich denke? Es ist so naheliegend. Anstatt dich auszuziehen, könntest du einfach mehr anziehen. Wir haben doch nicht das Gleiche gedacht. Nein, Larry. Ich kombiniere Literatur und Strippen. Klar, das geht natürlich auch. Striptease und Lesungen aus meinen liebsten Büchern. Aber es gibt noch ein Problem. Um richtig Eindruck zu hinterlassen, brauche ich dafür ein ganz bestimmtes Buch. Der geschickte Züngler von Alfred Kissler. Das ist sehr selten und eigentlich kaum noch zu bekommen. Ich habe ein Exemplar, aber nicht hier in New Lost Wages. Keine Sorge, ich halte die Augen danach offen. Rate, was ich in der Tasche habe. Ich habe eine Überraschung in meiner Hose. Ist es das, was ich denke? Nein, es ist das Buch, das du wolltest. Vielleicht hat sie das gedacht. Du hast es wirklich aufgetrieben? Unglaublich. Du musst ja in allen antiquarischen Buchhandlungen der Stadt gesucht haben. Für dich ist mir nichts zu viel, Baby. Das merke ich, Süßer. Jedenfalls hast du dir eine Höchstwertung bei Timber verdient. Das war das Liebste, was jemals jemand für mich gemacht hat. Wie versprochen bekommst du jetzt deine Privatshow. Danke, Larry. Wir sehen uns dann nachher im Hell's Pawn zu meiner Show. Hey, Pi, wie viele Timberpunkte habe ich denn jetzt? An die 60 müssten es doch wohl sein. Du hast 11 Timberpunkte. Sicher, dass da hinten keine Null fehlt? Sicher. Uff. Ich habe jetzt 6 Punkte bekommen. 6. Wie konnte das passieren, dass unser Prototyp in so einer schmierigen Bar landet? Das lasse ich noch untersuchen. So ein Sicherheitsleck darf nicht noch einmal passieren. Schick irgendwen rein, damit ich ihn feuern kann. Wir müssen uns jetzt auf die anstehende Produktpräsentation konzentrieren. Aber ich will jetzt jemanden feuern. Wenigstens einen Praktikanten. Die hast du letzte Woche schon alle gefeuert. Na, stell einen ein, schick ihn zu mir hoch. Ich schaue mal, ob ich jemanden finde. Und ich werde unterdessen hier wütend auf- und ablaufen. Larry, du hast neue Vorschläge bei Timber.
Oh nein, noch mehr Leuten, denen ich das Leben versauen soll. Danke, Larry. Wir sehen uns dann nachher im Hell's Porn zu meiner Show. Elf. Leck mich am Arsch, ey. Wer kann denn... Oh Gott. Kyle can't get laid. Wie ist dein WLAN-Passwort? Ich spiele nämlich an Verbindung. Can't destroyer. Miles Moneless. Suche nach einem Canvas für meinen Pinsel. Ein Rest... Nee. Die. Aha. What about? Everett. Wer ist denn Reinhold? Was ist das? Ein Yeti? Ich hab mir jetzt eine Muschel. Oh Gott. Putus. Okay, witzig. Okay. Angst. Habe ich jetzt auch neue Orte? Nö. Irgendwie nicht. Ich gesagt, ich habe neue Timber-Dinger. Die gerade alle in die falsche Richtung gemacht war. Besser? Ich weiß nicht. Ich weiß doch auch nicht. So, wo soll ich jetzt überhaupt hin? Ich kann mir jetzt die Show von Aaron angucken. Glaube ich. Keine Ahnung. Sorry, aber ich kann dich nicht reinlassen, Larry. Nur wichtige Leute sind erlaubt. Anders gesagt, Leute mit ausreichend Sexappeal. Sexappeal ist mein zweiter Vorname. Und dritter. Du kommst hier erst rein, wenn deine Timber-Punktzahl über 25 liegt. Dann gebe mir diese Ratte. Das hilft mir nicht. Das ist keine gute Idee. Das ist gut so, wie es ist. Das braucht keinerlei Verfeinerung mehr. Das hilft mir nicht. Das ist gut so, wie es ist. Besser nicht. Die Ratte würde da reinpassen. Ohne etwas, das sie darin interessiert, geht sie aber sicher nicht rein. Das muss nicht gelöchert werden. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Ah, ich weiß wieder was. Ich wollte probieren, ob ich die Desinfektionstücher... ausfringen. Ah, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Das Hundespielzeug wieder. Die Wassermelone? Ich weiß nicht. Jetzt ist er brav.
Ja, guck. Das ist keine gute Idee. Okay. Ich hoffe, bis zur nächsten Folge ist mir irgendwas Neues zum Rumprobieren eingefallen. Bis dahin. Ciao.